dann gehen wir mal zum nächsten über. Dauert das lange? Nein. Melodies of Hope. Sehr schön, Melodies of Hope. Können wir da jetzt zwischen quatschen, weil den kennen wir ja. Ja, schon. Den kennen wir schon. Ich finde immer noch, dass dieses Ding da aussieht wie ein Maschinengewehr. Mit kurz und lang. Ein Driller, ja. Ja, das Ding da. Halt. Also meine Begeisterung für diesen Song, oder Begeisterung oder Wertung für diesen Song, ist schlechter geworden. Wie gesagt, also ich habe mir sie mal live angehört, ne, mit anderen Songs. Sie kann singen und ihre Stimme ist auch im Original, das ist eine Studioaufnahme, ja, ihre ja. Stimme ist etwas rauer. Ah, das finde ich super. Deshalb hängt das jetzt wirklich von dem Live-Auftritt ab, weil so ist der Song langweilig. Der ist so glatt gebügelt, der Song, der hat keine Ecken und Kanten, ist vorhersehbar, hat nichts Besonderes und sie muss durch ihre Stimme da irgendwie so den Spirit mit reinbringen. Aber das ist so, ich finde, das ist so ein richtig typischer Eurovision Song Contest Beitrag. Ja. Der jetzt so unter allem, weißt du, irgendwie, wie bei dem jungen Mann eben auch, ne, weil das ist so, kennen wir über die letzten 50 Jahre gehört. Ja, bitteschön, danke, der Nächste. Ja. Ne? Nun müssen wir gucken, was bringen die anderen Länder. Bei dem Song denke ich mir, er kann top sein, er kann aber auch total floppen. Ja. Und so die in den anderen Reaction-Videos merkt man auch, einige sind total gehypt von diesem Song und setzen den ganz nach oben und andere setzen den ganz nach unten. Also da ist man sich sehr, sehr uneinig. Ja, weil weißt du, was stimmt? Du redest ja immer von dem Paket, was stimmen muss, ne? Und das tut's da schon, weil die sieht gut aus, die hat eine schöne Stimme, die kann sich gut bewegen. Ist unheimlich sympathisch. Ja. Also das stimmt schon. Das Paket stimmt. Ja. Aber reicht das, ne? Ja, dann sagst du immer, reicht das. Reicht das. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen wie Norwegen vor ein paar Jahren mit der Gruppe Kano, dass die Jurys das Lied einfach zu billig finden, aber das Publikum das mag. Mhm. Und das könnte da auch passieren. Gut. Ja, haben wir alles gesagt dazu, ne? Ja. Ja.